Mentimeter kennst du schon, dir fehlt aber die Inspiration für gute Folien? In diesem Video bekommst du sie und noch viel mehr. Moin moin, das ist Sebastians Projekte Teams und Menschen und wenn du mehr über Tools und Empowerment erfahren willst und wie du mit Befähigen mehr erreichen kannst, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Mentimeter kennst du ja schon und wenn nicht, schau dir unbedingt mal mein Video über die Grundlagen von Mentimeter an. Heute schauen wir uns mal ein paar echte Beispiele aus dem wahren Leben an und schauen etwas genauer darauf, was daran gut ist und was wir eigentlich hätten noch besser machen können. Fangen wir einmal ganz einfach mit ein paar Multiple-Choice-Fragen an und im Detail mit dem klassischen Kuchendiagramm. In welchem Umfeld arbeitest du? Eine einfache Frage. 22 Teilnehmer und eine schöne Gleichverteilung. Passt. Was will man mehr? Die Gefahr hier, auf welche man achten sollte, ist die, dass die Sonstiges-Kategorie nicht zu groß wird. Das heißt oft, dass Multiple Choice eventuell nicht die beste Wahl war oder dass man sich mit den möglichen Antworten komplett verschätzt hat. Als nächstes mal ein paar Balken. Wie groß ist dein UX-Team? Ein sauberes Diagramm, jeder findet sich wieder. Ich frage mich aber gerade, ist für jeden die Definition von Team die gleiche? Spreche ich von allen Usability-Experten in einem Team, in der gesamten Firma oder besteht das Team nur aus Usability-Experten? Und noch ein paar Balken. Meine Stimmung heute Morgen. Sehr schön gemacht mit Bildern und einem Hintergrundbild. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass man aufpassen muss, dass das Hintergrundbild nicht zu sehr heraussticht oder die Werte oder andere Bilder untergehen lässt. Und nun die vielgeliebte Word Cloud. In welcher Branche bist du tätig? Einfache Frage, gute Antworten. Aber Vorsicht, jeder von euch kennt die Formulare. In welcher Branche, Industrie bist du tätig? Es gibt viele Antwortmöglichkeiten und Antworten wie IT sind sehr, sehr generisch. Das können Computerspiele sein, Homepages oder eine ganz normale Buchhaltungssoftware. Meine Assoziation zu Digitalisierung. Ein sehr schönes Beispiel, viele Antworten mit unterschiedlichen Größen. Einfach toll gemacht. Ein wichtiges Learning, welches ich gemacht habe, ist, bei einer Assoziation kann jeder etwas verknüpfen. Es wäre spannend gewesen, was als Antworten gekommen wäre, wenn ich gefragt hätte, welches Adjektiv beschreibt für dich Digitalisierung? Buzzword wäre sehr wahrscheinlich wiedergekommen. Das ist aber kein Adjektiv. Lieber einfachere und intuitivere Fragen machen. Wenn ich die Frage zweimal lesen muss, um sie zu verstehen, habe ich sie als Fragensteller verkackt. Und du glaubst gar nicht, wie schnell Leute bei Wörtern wie Adjektiv oder Substantiv ins Straucheln kommen. Nun mal ein Ranking. Meine Rollen als Projektmanager. Funktioniert einwandfrei. Spannend ist es, wenn sich die Plätze am Anfang noch ändern. Dieses Wettrennen, was ist Top 1, was ist Top 2, was sind die Top 3? Was haben die anderen für Antworten gegeben? Beim Ranking musst du aufpassen. Jeder kann für so viele Punkte wie möglich stimmen. Es ist nicht möglich zu sagen, eine Person hat genau eine Stimme. Wenn du das brauchst, musst du leider auf Multiple-Choice-Fragen zurückgreifen. Nun zu den Skalen. Der Traum eines jeden Analysten. Wer was macht Projekte erfolgreich? Die Skala geht von niedrig bis hoch. Wäre hier nicht eventuell wenig und stark verständlicher gewesen? Das Ansehen von Projektmanagement in meinem Unternehmen, bei den meisten meiner Kunden. Eine schwere und unterschiedlich auslegbare Frage. Was ist denn, wenn ich im Unternehmen ein hohes Ansehen habe, aber beim Kunden nicht? Auch gehen wir wieder von niedrig zu hoch. Was denkst du, hätte hier besser gepasst? Oder hätten wir hier sogar eine andere Visualisierung wählen sollen? Hätte hier nicht eine Multiple-Choice-Frage besser gepasst? Und bei der letzten Skala, let's have a overall look at our awesome team, mal etwas ganz anderes. Etwas Spaß und Humor bei den Werten und der Skala kann nie etwas schaden. Von can be improved bis hin to cakelicious. Und Sugar Level bringt auch nochmal ein Schmunzeln auf die Gesichter. Aber mal eine blöde Frage zum Stresslevel. Wenn das nun ganz links wäre, was heißt das? Zu viel oder zu wenig Stress? Oder beim Sugar Level? Zu viel oder zu wenig Zucker? Nun haben wir die Image Choice. Der Umgang mit der DSGVO bei uns. Langweiliges Thema, ich weiß. Wir haben 4 Optionen mit sehr guten selbsterklärenden Bildern. Man hätte die einzelnen Optionen zwar noch benamen können, aber die Bilder sprechen schon sehr gut für sich alleine. What is your favorite character? Als kurze Erklärung, das sind alles Charaktere aus einem der letzten Spiele, welches mein Team entwickelt hat. Das ist eine klassische Warm-up-Frage für mich. Einfach mit etwas Spaß, mit etwas Humor, die Retrospektive, das Meeting beginnen. Einfach um den Leuten die Angst zu nehmen vor einem langweiligen, boring, langwierigen Meeting. Etwas Spaß, etwas Humor,
dann sind die Leute schon ganz viel entspannter, ganz viel lockerer. Der Open-End-Type als Flowing Grid bietet sich sehr gut als Abschlussfolie an, da es meiner Meinung nach sehr schwer ist, sich bei einem großen Publikum darauf zu konzentrieren. Heute wünsche ich mir diese Session. Die Antworten kommen rein und die Teilnehmer können in Ruhe die Antworten auf sich wirken lassen, ohne sich auf eine bestimmte fokussieren zu müssen. Und seit neuestem gibt es auch die Option, während der Präsentation das Scrollen zu pausieren. Dafür vielen Dank an das Mentimeter-Team. Einfach eine simple, gute Idee, diese Pausenfunktion einzubauen. Und zu guter Letzt noch etwas Spannendes. Die 2-auf-2-Matrix. Our big stories in the sprint. Hier ist es eine Aufforderung an die Teilnehmer, den Mehrwert und den Aufwand zu bewerten. Nicht zwingend das Passendste für eine Retrospektive, das sich mehr auf das Produktinkrement als auf den Prozess selbst bezieht. Aber es zeigt sehr gut an, wie gut das Produktverständnis des Teams ist. Und nicht vergessen, mit der Maus über die Werte fahren zeigt dir die detaillierte Aufschlüsselung zu jedem Punkt. Die Frage des Tages: Was ist dein Lieblingstipp bei Mentimeter? Hinterlasse mir einen Kommentar und ich bin gespannt. Wusstest du auch, dass du Mentimeter ganz einfach mit dem Handy bedienen kannst? Schau dir mein Video hierzu an, wie es funktioniert. Und hat dir mein Video Inspiration gegeben? Dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben hinterlässt. Und abonniere meinen Kanal, damit du nichts verpasst.